Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch diese letzte Enquete der aktuellen Wahlperiode, über die wir heute beschließen werden, hat wahrlich kein sogenanntes Orchideenthema zum Inhalt. Die Bedeutung von Mittelstand und Handwerk für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen wurden durch meine Vorredner bereits gewürdigt und deshalb möchte ich direkt ohne Einleitung auf den Antrag eingehen. Der Untersuchungsrahmen wird durch den Einsetzungsbeschluss vorgegeben und die aufgeführten Themen sind hochspannend und dazu gehören Gründungsförderung, Unternehmensnachfolge, Finanzierung, die Schaffung von Geschäftsfeldern vor dem Hintergrund der Megatrends wie demografischer Wandel, die Digitalisierung der Wirtschaft, Klimawandel, Ressourcenwende, Mobilität, insgesamt ein großer Strauß, dem man sich hier widmet, für die existenzielle Zukunftsfragen dem Handwerk und Mittelstand betreffend. Und es ist gut, dass die Arbeit einer Enquete es ermöglicht, jenseits von politischen Grundsatzfragen die richtigen Antworten zu ermitteln. Dass das gelingen kann, und das hat Herr Thiel bereits gesagt, der mit mir auch gearbeitet hat in der Chemie-Enquete, und auch der Kollege Brockes hat auch sehr zustimmend dazu genickt, dass das wirklich gelingen kann, hat die Arbeit der Chemie-Enquete gezeigt. Und da sollten wir uns vielleicht auch das eine oder andere noch mal anschauen bei der Herangehensweise und Methodik, sodass man am Anfang keine Zeit verliert bei den Debatten über Rahmenbedingungen oder auch die Art und Weise, wie man überhaupt dann zu Lösungen kommt. Und insgesamt wird man sich darauf verständigen müssen, sicherlich, welche Fragestellungen von allgemeiner Bedeutung sind und was ist der richtige Fokus, den wir auf das Handwerk legen müssen. Denn wie sicherlich in allen anderen Enquete-Kommissionen dieses Landtags auch, wird diese Zeit am Ende sehr knapp werden. Und mein Vorredner hat ja bereits darauf hingewiesen, dass die Zeit gerade für diese Enquete besonders knapp werden wird, aufgrund der Tatsache, dass die Landtagswahlen 2017 letzten Endes auch der zeitbestimmende Faktor sein werden. Und am Ende wäre es nämlich zu schade, wenn wir aus Zeitmangel erkennen würden, dass wir wichtige Zukunftsfragen tatsächlich nicht behandeln konnten. Und mit einem kleinen Augenzwinkern in dem vorliegenden Antrag wurden auch schon bereits Ableitungen angedeutet, dass so Sachen wie, dass falsche Rahmenbedingungen gestellt worden sind oder die Bürokratie überbordend ist, aber ich kann Ihnen sagen, am Ende einer Enquete macht diese Enquete auch etwas mit einem persönlich, und manche Dinge, die Sie vielleicht heute schon fest sehen, mit ganz bestimmter FDP-Blickrichtung, werden am Ende vielleicht so sein, dass Sie sich wundern werden, was die wirklichen Ursachen sind und welche konkreten Handlungsempfehlungen tatsächlich daraus zu entwickeln sind. Aber ich will jetzt keine, sage ich mal, Generaldebatte führen, das ist auch nicht der Ort und die Zeit dazu, denn aus meiner Erfahrung heraus, und Herr Thiel hat es auch bereits angedeutet, ist es tatsächlich so, dass wir jetzt die Zeit haben werden, quasi analytisch uns auf den Weg zu machen, diese Pauschalitäten, die wir uns hier ja stellenweise um die Ohren hauen, tatsächlich mal zu beleuchten, denen auf den Grund zu gehen. Und dass wir quasi am Ende mit einem unverstellten Blick auf die Dinge auch konkrete Handlungsempfehlungen für Nordrhein-Westfalen beziehungsweise für das Regierungshandeln und aber auch für unsere eigene politische Handlungsweise erarbeiten können. Und ich finde diese Antragsidee gut, sie ist richtig, sie ist wichtig, und deshalb stimmen wir selbstverständlich diesem Einsetzungsbeschluss zu, und als anerkannte Möglichmacherin, zumindest hat der Herr Kollege Brockes mir diesen Titel verliehen, freue ich mich ganz persönlich auf die Arbeit in dieser Kommission. Herzlichen Dank.